Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Elements. Oder Let's Show Elements. Es wird sicher nicht allzu lange dauern. Und ich fange gerade an, wenn die Musik aufhört. Wie langweilig. Elements ist ein Browserspiel. Naja, Browserspiel wäre zu viel gesagt, weil es nicht wie Farmville ist, sondern ein Kartenspiel im Browser. Das trifft es eher. Sowas wie Magic, nur komplett kostenlos und ich glaube von einer Person oder so programmiert. Ja, habe ich vom paar Tagen gefunden und ich wollte es jetzt einfach mal kurz zeigen, auch auf besonderen Wunsch von Defnonom von Readmore hin, wo ich das Spiel auch entdeckt habe. Ich denke mal, ich werde zwei Folgen machen. Die erste Folge werde ich einen neuen Account erstellen, wo ich die Anfänge zeige, die Regeln erkläre und so von ganz von vorne beginne und ja, ich weiß, ihr seht das Passwort, aber dass der nicht mein Hauptaccount ist und ich den danach ziemlich sicher komplett fallen lasse, ist mir das ziemlich egal. Gut. Und da sind wir auch schon im Spiel drin. Es gibt, wie es sich für ein Kartenspiel gehört, viele verschiedene Richtungen, Elemente. Ja, das Spiel heißt Elements, in diesem Fall sind es Elemente, die alle auf unterschiedliche Sachen setzen. Ja, jede Menge Text. Ich glaube, ich kann da ein bisschen zu was sagen. Man sieht schon, es sind 12 Elemente und jeweils gibt es einen Gegensatz. Erde ist ziemlich verteidigungsstark, hat einige nette Angriffe, aber sonst halt sehr viel Verteidigung. Duft, ja, fliegende Viecher, obwohl Fliegen nicht allzu viel bringt in dem Spiel. Feuer sehr aggressiv. Schadenszauber, sehr viele. Wasser, sehr gut im Spiel, außer Gegner aus dem Spiel nehmen, also Freeze, Gegner zeitweise ausschalten. Light, ja, heilen. Hatte ich beim ersten Mal genommen, geht so. Darkness, viel mit Gift. Ja, genauso wie Death. Darkness dann noch eher. Shadows, ja. Solche Sachen, was auch immer. Entropy, chaotisch. Gravity, auch ziemlich verteidigungsstark. Meiner Meinung nach, man sieht schon an der Karte hier, ziemlich hohe Verteidigung. Ja, also Lebenspunkte. Time, ziemlich interessant eigentlich. Sind gut halt wirklich Gegner verlangsamen, mehr eigene Karten ziehen, so ein Zeug. Äther. Zauberstark. Ja, Life sehr gut im Heilen und viele billige Kreaturen raushauen und Death ist sehr stark auf Poison, Barnyard, ja, Gift. Gift und tote Kreaturen, also alles was stirbt, hilft Death. Ich denke mal, weil ich bislang noch, also ich hatte ein Light Deck, ich habe ein Fire Deck, ein bisschen Light und zurzeit spiele ich hauptsächlich ein Gravity Aether Kombination. Das zeige ich halt nächste Folge. Ich mache gleich mal einfach ein Gift-Deck. Gut, welcome to Elements. Ich denke mal, das erkläre ich euch alles. Das ist so der Hauptbildschirm, eine Score, die zeigt, wie gut ich bin. Man bekommt Punkte fürs Gewinnen, verliert welche fürs Verlieren, das ist, denke ich, klar. Statistik. Geld. Geld braucht man, um Karten zu kaufen und abzugraden. Hatte ich erwähnt, dass es komplett kostenlos ist, also letzten Endes geht auch alles nur übers Geld. Mit realem Geld kann man quasi nichts machen. Gut, gucken wir uns doch unser Deck mal an. Unser Deck hat neben den ganz vielen Death-Teilen ein paar neutrale, die sind hier oben, und ein paar Gravity. Ich kann ja mal kurz so grob, worum es geht. Quanta, das sind so Mana-mäßig, alles was man so braucht zum Casten. Das hier macht drei zufällige. Ja, Dagger ist eine Waffe, macht Schaden. Bone Pillar, each turn ist ein Death Quanta generated, also ein Mana
ein Todesmana. Darf man einen ganzen Haufen Bone Dragon, so ziemlich das Stärkste, was ich habe. Oben rechts seht ihr die Mana-Kosten. Nein, so kann ich es rausnehmen. Oben rechts halt. Mana-Kosten, 10 Death-Mana brauche es. Dann da unten die zwei Zahlen. Die 10 ist der Angriffsschaden, den er jede Runde macht. Die 5 die Lebenspunkte. Virus, ja. Werde ich gleich im Spiel alles mehr oder weniger sehen. Gut. Ich habe so eine grobe Vorstellung, weil ich will. Die hier sind zwar nicht schlecht, der hier kann zum Beispiel andere fressen, aber ich will auch was anderes. Man muss mindestens 30 Karten haben. Und ja, ich will Walcher, ja, die will ich drin haben. Der nehme ich raus. Plack nehme ich raus. Und gehe auf den Bazar. Auf dem Bazar verkaufe ich jetzt das ganze Zeug und habe Geld bekommen. Für das Geld will ich ein bisschen in Entropie setzen. Das benutze ich sonst auch nicht. Also nehme ich erstmal ein paar Entropie-Pendulums. Das bedeutet, jede Runde wechselt das, was es generiert. Also eine Runde generiert es ein Entropie und eine Runde das, was ich als Marke setze. Ach ja, Marken muss ich gleich zeigen. Und kaufen wir uns noch zwei Schrödingers Cat. Packen das alles rein. Da kann ich ein paar Bone Pillars ruhig wieder rausnehmen, weil ich dafür ja jetzt Entropie Pendulums habe, die mir auch so was bringen. Nehme ich noch eins, nehme ich noch einen da. Die nehme ich alle raus. Bei 3 zufällige, bei 12 verschiedenen und ich kann nur 2 gebrauchen. Nee, ist keine gute Quote. Oh, ich habe keine 30 Karten im Deck, das ist schlecht. Gut, verkaufe ich die auch noch. Und von dem kaufe ich mir ein. Noch ein Pendulum. Und bei Death suche ich noch kann ich genug Geld für ein Boneyard. Bonewall. Boneyard habe ich schon 2. Die Skeletons kann ich ruhig verkaufen. Leider. 5. Das bringt mir ja gar nichts. Na gut, muss ich für den Moment damit auskommen. Also starten wir mit Level 0. Es gibt hier so ein paar Quests, die dich so ein bisschen durchführen. Kurz gesagt, dafür gibt es 10 Quanta, nein, Elektrum heißt die Goldstücke. Also fangen wir einfach mal an. Level 0. Gut, das braucht ihr nicht sehen, die ganzen Erklärungstexte. Gut, seine Seite, meine Seite, hier all die Quanta. Jeder startet mit 100, okay, eher mit 50 HP, aber auch nur, weil er so ein Anfangsteil ist. Restkarten im Deck, sobald man keine Karte mehr ziehen kann, verliert man automatisch. Man kann ein Schild und eine Waffe jeweils aktiv haben. Hier der Dagger ist so eine Waffe. Mark, genau. Man kann eins von den 12 als Mark auswählen. Das hat man automatisch von Anfang an, kann nicht zerstört werden und bringt mir ein Quanta pro Zug. Ist halt so, selbst wenn ich ganz beschissene Karten ziehe, und ich werde vor allem in der zweiten Folge sehr viel fluchen, wenn ich mit dem richtigen Deck gegen richtig harte Gegner antrete, weil ich nur Scheiße ziehen werde. Ja. Wie auch immer, ist gesichert. Er hat hier Ersa als Quantum-Teil und ich habe den Wurf gewonnen, darf anfangen. Er ziehe dafür im ersten Zug keine Karte. Hier steht oben keine Kosten dran, das heißt, ich kann es einfach so spielen. Ist auch nicht besonders gut, 2 Schaden pro Runde. Gewinner ist natürlich, solange man nicht keine Karten mehr hat, wer am Ende gewinnt. So, ich spiele erstmal die beiden Bone-Pillar und solche Sachen haben auch nie Kosten. Sind ja auch dazu da zum generieren. Wäre auch schlecht, wenn die jetzt schon was kosten würden. Und ja, ich habe noch alles null, ich kann nichts machen. Also ist er dran.
Er verliert 3 Schaden, weil der Dagger, ja, 2 plus 1, wie es da steht, Schaden angerichtet hat. Er hat im Gegenzug eine ganze Reihe von Pillars gesetzt. Hier für Nature, Life, für Darkness, für Aether und für Gravity. Aber er hatte sonst ein mieses Deck, das hilft ihm alles nichts. Gut, ich habe jetzt 3 Darkness, nein, Deaths zur Verfügung, also mache ich mal 2 Viren. In diesem Spiel kann man nicht auswählen, was man angreift. Zumindest regulär nicht. Also greifen Kreaturen immer den Gegner automatisch an. Okay, und da kommt eine Karte, die das zunichte macht. Gravity Pull. Das bedeutet, dass die Kreatur anstatt ich angegriffen werde, wodurch mein Virus angegriffen wurde. Ich spiele jetzt den Boneyard, das ist. Ach nee, das ist nicht. Bone Wall und Boneyard verwechsel ich gerade die ganze Zeit. Ja, every time a creature is killed, Boneyard generates one skeleton. Das hört sich doch schon mal gut an. Jetzt habe ich mein Virus geopfert. Damit kann ich ja auf einen Gegner ein Gift injizieren und am Ende jeder Runde kriegt er halt ein Gift ab. Und nach 2 Runden wäre er dann tot. Und im Gegenzug habe ich ein Skeleton bekommen. Ein so ein Skeleton ist vielleicht schwach, aber mehrere Decks sind nicht schlecht. Gut, jetzt mache ich einfach mal meine Bone Wall. Ja, 7 Bone Shields, that absorb damage. Bedeutet jedes Mal, die können mir erstmal jetzt lange Zeit nichts tun und jedes Mal, wenn was stirbt, kriege ich dafür was Neues. Damit man was stirbt, das ist echt hilfreich. Okay, das hat das Gift gerade, ja, ihn getötet und genau das wollte ich. Ach ja, er hat Silence auf mich gecastet, ich kann nichts machen gerade, also eine Runde nichts zaubern. Nightfall, super Karte für mich. Alle Death or Darkness Creatures gain plus eins, also auch meine. Ich mache mal mein Entropie-Pendel, damit ich langsam mal Schrödingers Cat bekomme. Kann ich ja schon mal erzählen, was sie macht. Wenn ich 2 weitere Entropie ausgebe, tötet die Karte sich selbst, aber sie geht aber nicht verloren, sondern bleibt auf dem Feld. Das heißt, ich kriege jeweils ein Skelett und 2 Schilde. So, jetzt habe ich hier Poison gerade bekommen und ich mache Gift auf den Gegner, das heißt, er verliert jede Runde 2. Viel zu reden, viel zu erklären, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Und vor allem, es spielt sich relativ schnell. Ist doch, ja, Speed is high. So, solche Effekte kann man erst in der zweiten Runde machen. So, in der nächsten Runde kriege ich eh erst nochmal das. Jetzt kriege ich nächste Runde wieder 2 Entropie und ich komme gar nicht mehr dazu, weil. Ach ja, das Gelbe ist übrigens der Schaden, den ich nächste Runde anrichten werde, und Grün, ja, das, was danach noch übrig bleiben wird. Da hat nichts. Ja, ich habe ein Elektrum gewonnen, ich darf nicht spinnen. Das ist so die Belohnung, wie man auch neue Karten bekommt. Wenn man Gegner besiegt, darf man spinnen, und wenn man Glück hat, kriegt man dreimal das gleiche und kriegt die Karte. So, ersten Quest geschafft. Reward, yeah. Click the reward button to get your reward and move to the next card. Reward. Yay. Ach so. Ich weiß, wieso er das macht. Ich glaube, das war ich mit meinem anderen Account. Er sollte eigentlich nicht dreimal mir ein Reward geben. So, egal. Das kann ich dann nutzen, um einzukaufen. Also man kann sehr schnell sich was sehr Schönes basteln. Davon will ich noch 2. Und. Ups. Ups. Die will ich beide auch noch rein. Jetzt habe ich schon. Es sind schon fast zu viele. Dafür nehme ich erst noch mal eins raus. Mehr kann ich gerade noch nicht. Genau. Das.
Gut, und jetzt will ich. Das ist auch cool zum Desk generieren. Weil man ja auch so oft Typen tötet. Das hier. Ach so, hier ist Nightfall. Egal. So, eine zweite Bone Roll habe ich mir zur Sicherheit mal reingenommen. Ein Skeleton nehme ich raus. Es wäre schön, so ein Teil reinzunehmen. Also dieses Nightfall, damit ich meine Kreaturen stärke, aber lässt sich leider nicht realisieren.